Hallo liebe Finnland-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es einfach mal um den Postverkehr zwischen Deutschland und Finnland und umgekehrt. Was es da für Besonderheiten gibt, was kostet das Ganze und was dabei zu beachten ist. Seht ihr in diesem Video. Bis gleich! Wer kennt das nicht? Du lebst eine Zeit in Finnland oder anderswo im Ausland, hast irgendwann mal ein Bedürfnis, dir irgendwelche Sachen aus Deutschland schicken zu lassen. Und ja, da stellt sich doch die Frage, wie geht das eigentlich mit der Post? Wie läuft das alles? Und ja, vor allem, was kostet das? Und da wollen wir doch als erstes mal anfangen mit dem Vergleich zwischen Deutschland und Finnland. Nehmen wir mal das Beispiel für DHL. Also, wer auch immer aus Deutschland ein Paket verschicken will, der kommt an DHL nicht vorbei. Sicherlich gibt es da irgendwelche Alternativen, aber das alles ist ein bisschen komplizierter und ich denke mal, DHL oder Deutsche Post sozusagen ist hier so die erste Anlaufstelle. So, wenn jetzt Verwandte, die etwas Gutes tun wollen, wollen dir zum Geburtstag was schicken oder auch, weil es ja hier recht teuer ist, eine Flasche Wein, eine Flasche Whisky oder irgendwelche anderen Besonderheiten. Wenn es jetzt keine Komplikationen hinsichtlich Corona gibt, dann dauert die Standardlieferzeit zwischen 6 und 10 Tagen. Also, das ist real. Ich habe es getestet. Ich lasse mir ziemlich viel aus Deutschland hierher schicken, von Verwandten, Bekannten etc. Und diese Art zu reisen für Pakete mit DHL dauert eben 6 bis 10 Tage. So, es gibt so ein Mini XXS-Paket bis 2 Kilo. So, das nützt aber kaum irgendwas. Das kostet 4,89 Euro im Moment hier auf der Homepage, die verlinke ich euch natürlich, setzt das Ganze in die Videobeschreibung. So standardmäßig, was ich immer genutzt habe oder was Verwandte und Freunde für mich nutzen, ist das Standardpäckchen M bis 2 Kilo. Das kostet nämlich 8,89 Euro und oder 9 Euro in der Filiale und das ist eine gute Möglichkeit bis 2 Kilo. Jetzt muss man aber ganz genau darauf achten, dass es wirklich nur 2 Kilo sind. Du hast also die Möglichkeit, so ein M- oder L-Paket zu verschicken. Bis 2 Kilo sind das 9 Euro. Dann kannst du auch noch ein Paket schicken bis 5 Kilo. Kostet 16 Euro. Ist, finde ich, auch noch im Rahmen. Und dann geht's aber los. Ein Paket, L und größer, so in der Preis, in der Größenordnung, bis 10 Kilo, 20,99 Euro. Und das finde ich aber schon für den Versand von irgendwelchen Spielereien eigentlich fast zu viel und zu teuer. Ne, da lohnt sich da auch nicht mehr die Ersparnis bei Alkohol, wenn du das in den Versand da steckst. Also mein Tipp hier, wenn es kleine Sachen sind, die bis 2 Kilo in ein Päckchen M-Paket passen, dann kommst du super mit 9 Euro weg. So, okay, das sind wohl die Standardvarianten. Dann gibt es noch für 16 Euro ein Paket bis 5 Kilo. Und ich finde 16 Euro aber auch schon ein bisschen viel. Also wenn man sich Mühe gibt, passen die Leckereien in ein kleines Päckchen M-Paket und man bezahlt dann in der Filiale der Deutschen Post, da von DHL, 9 Euro. So, das kann man wohl machen. Wie ist das Ganze denn jetzt umgekehrt? Ne? Wenn du jetzt in Finnland lebst oder hier studierst oder länger hier arbeitest, willst du ja bestimmt auch irgendwann mal deinen Freunden eine kleine Überraschung schicken. Beispiel hatte ich letztens Weihnachten. Da hat mir jemand geschrieben, kannst du mir leckere Süßigkeiten schicken? Da gibt es doch so besondere Sachen in Finnland. Ja, kann ich machen. Lohnt sich aber nicht, weil wenn man sich die Seite von Posti anguckt, und auch das tue ich auch wieder in die Videobeschreibung, dann kannst du wählen zwischen zwei Sachen. Paketgeschwindigkeit innerhalb von Europa. Also wenn du von Finnland nach Deutschland ein Päckchen checken willst,
Standardmöglichkeit, 3 bis 8 Tage dauert so ein Päckchen. Und man kann hier bei Posti in Finnland nur wählen, weniger als 10 Kilo oder mehr als 10 Kilo. Und damit fällt die Option schon wieder weg, ein kleines Päckchen mit ein paar Süßigkeiten zu schicken. Bist du mindestens mit einem S-Paket bei 19,90 Euro und beim M-Paket 20,90 Euro. Also Leute, 20 oder 21 Euro für so ein kleines Päckchen von Finnland nach Deutschland. Da muss es aber schon einen dollen Wert haben, dass du das auf dich nimmst. Und wir reden hier von S- und M-Päckchen. Die Größen sind wie in Deutschland auch. Das ist europaweit gleich. 19 x 36 x 60. Sowas. So, L-Paket. Ein L-Paket, kennt ihr alle, kostet schon 28,90 Euro. So Leute, 30 Euro für ein Paket von Finnland nach Deutschland. Und nur weil du nicht die Möglichkeit hast, eine Abstufung zu machen. Du kannst nur wählen bis 10 Kilo oder über 10 Kilo. So über 10 Kilo, das kann man sowieso nicht machen. Also hast du hier die Möglichkeit, sozusagen zwischen M für 21 Euro und L für knappe 30 Euro. Also 28,90 Euro. Toll, das ist super. Tut mir leid, also die Preise selbst sind in Finnland für Lebensmittel, Süßigkeiten etc. ja auch schon ziemlich hoch. Wenn ich jetzt noch 30 Euro zur Post bringe, ja, dann hat sich das Ganze gar nicht mehr gelohnt. Ne? Also das würde ich sagen, ist eine dumme Idee. So viel zum Paket- und Päckchenversand. Jetzt gibt es ja aber noch die Möglichkeit, online etwas zu bestellen. Und viele Versandhäuser liefern ja auch ins Ausland und berechnen dafür eben auch die Preise von DHL. Diese typischen Preise werden überall draufgerechnet, wenn du bei Versandhäusern oder eBay oder irgendwo was bestellst. So, und das ist nach Finnland eben mal mit Verpackung ein bisschen mehr. Also gibt's da aber auch noch eine Alternative, und das ist mein Tipp, ohne dass ich dafür Geld bekomme, ist auch keine Werbung. Ich selber nutze Amazon Prime, weil ich hier in Finnland ja sowieso ab und zu mal hier Amazon Prime Videos schaue. Und das ist aber nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund, warum ich diese 7 Euro irgendwas im Monat für Amazon Prime bezahle, ist nämlich auch, dass du kostenfreien Versand hast. Und auch ins Ausland. Leute, ich habe es erst nicht geglaubt, aber es funktioniert. Wenn du über 29 Euro Bestellwert bei Amazon was bestellst, dann ist es in der Regel versandkostenfrei, auch ins Ausland. Es gibt einige wenige Anbieter oder Produkte, bei denen das anders ist, aber in der Regel kommst du, wenn du über 30 Euro irgendwas bestellst, ohne Versandkosten hin. So, es wird natürlich die Mehrwertsteuer, die finnische Mehrwertsteuer berechnet. Es ist ein kleines bisschen mehr als in Deutschland. Ist ja logisch, nach europäischem Gesetz wird die Mehrwertsteuer immer in der Höhe des Ziellandes festgesetzt. So, okay. Aber es lohnt sich immer noch, bei Amazon was zu bestellen, weil der Versand eben kostenfrei ist. Und der Unterschied, der wesentliche Unterschied, ist auch noch, wenn es Pakete sind, die mit Amazon Prime verschickt werden, dann kommt der Postbote zu dir nach Hause an die Tür. In Deutschland ist das nichts Ungewöhnliches, hier in Finnland ist es aber sehr ungewöhnlich. In Finnland ist die Regel, bei Posti die Pakete abzuholen. Da bekommst entweder, wenn du dich online angemeldet hast, eine digitale Nachricht, oder kriegst einen Zettel nach Hause in den Briefkasten, wo drauf steht, du kannst ein Paket abholen. Kein Paketbote von Posti rennt hier durch die Häuser und trägt die Pakete aus. Das ist einfach nicht üblich. Wenn man sowas möchte, muss man das extra dazu bestellen. Und zwar muss der Absender das schon buchen, dass das Paket nach Hause geliefert werden soll.
Das kostet bei Posti natürlich einen Aufpreis. Macht aber gar keinen Sinn, weil in jedem Wohngebiet gibt es irgendwelche Läden, K- oder S-Market, wo auch eine Poststation ist. Und in der Regel ist es nicht weit von deinem Zuhause weg und kannst dann das Paket abholen. Bei Amazon Prime, dann werden die sogar nach Haus geliefert. Weil mit Amazon Prime in der Regel sowieso dieser Service dazu gebucht wird. Was ist denn jetzt dieser zugebuchte Service überhaupt? Was redet der denn da? Diesen zugebuchten Service gibt es ja nur innerhalb Finnlands. Wenn du jetzt aber vom Ausland Pakete oder Päckchen nach Finnland schickst, ist der Unterschied einfach nur zwischen Päckchen und Paket. Das heißt, sobald du ein Päckchen schickst, kriegst du auch keine Sendungsverfolgungsnummer oder ähnliches, dann landet das hier ganz normal bei Posti. Handelt es sich aber um ein Paket mit Sendungsverfolgung, dann ist automatisch bei Posti der Status da, als wenn ein Finne in Finnland die Zubuchoption nach Hause liefern ankreuzen würde. So sieht's aus. Das ist der Unterschied. Okay, was ist jetzt also Fazit? Pakete von Deutschland nach Finnland kann man mal machen. Von Finnland nach Deutschland irgendwelche Süßigkeiten für 30 Euro zu verschicken, macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Und zu dem Empfang von Paketen ist es immer super, bei Amazon etwas online zu bestellen. In der Regel kriegst du das hier in Finnland auch. Aber wenn du da bestimmte Angebote bei Prime oder irgendwas hast und dann auch noch Rabatte bekommst und dann auch noch der Versand kostenfrei ist, es kann günstiger sein, als es hier in Finnland zu kaufen. So, soweit dazu. Jetzt gibt es noch ein paar Besonderheiten, was die Briefpost betrifft. Und da war ich für euch unterwegs. Also. So, Leute. Ich will mal sehen, ob ich noch den Postboten erwische. Und das ist nämlich jetzt die Zeit, wo der Postbote hier seine Briefe austrägt. Und dann zeige ich euch auch noch mal, wie das hier läuft. I'm kinda hoping that you feel the same as I do right now, right now. Tell me now, cause I don't know what I'm supposed to do. I just wanna be right next to you. Die Briefkästen sind hier immer an der Straße. Also kein Briefträger wird sich jemals wagen, hier auf dein Grundstück zu laufen. Oder na, viele Finnen wohnen auch ein kleines Stück rein in den Wald, so wie hier. Und wenn du irgendwie so wohnst, dann sind die Postkästen eben an der Straße. Und ja, das ist eben auch einfach so geblieben. Und auch in den Städten ist das so, dass die Postkästen nicht direkt im Haus, sondern an der Straße sind. Ich zeige euch dazu hier nochmal ein paar Bilder. Hope you're doing well. I know it's been a while, but you're still in my head. I wonder if you think about me now and then, like I do right now, about you. I wish it didn't have to end, but life is what it is and I will try to mend. Though I'm kinda hoping that you feel the same as I do right now, right now. Tell me now. Habt ihr ja gesehen? Ja, da. Praktischerweise ist der Fahrersitz natürlich auf der rechten Seite der Postautos. Oh.